Es geht weiter hier in Pokémon Karmesin und es geht auf in die Berge. Der Bergweg. Na komm, mach auf. Oder muss ich hier einfach damit reden? Okay, ich muss einfach nur mit dem Tor reden. Wir haben nämlich in der letzten Folge die Käferarena gemeistert. Und unser Pokémon, unser kleines Starterlein, hat sich entwickelt dabei. Und ich habe jetzt einen ganz kleinen Guide, in welcher Reihenfolge ich alles machen werde, damit ich nicht sofort zu den ganz schweren Sachen hingehe, die dann abbrechen muss und dann was anderes machen muss. Das möchte ich nicht. Wir waren vorher hier, haben hier die Arena gemacht, aber jetzt gehen wir hier lang und machen vielleicht ein paar hier und da ein paar Punkte. Mal schauen. Ich sehe aber jetzt schon, dass wir hier viele Pokémon haben, gegen die wir aber noch nicht gekämpft haben. Zum Beispiel ein Spoink. Spoink ist kein neues Pokémon, aber ich glaube, gegen einen Spoink gekämpft haben wir bisher noch nicht. So. Aber auch kein großes Thema, das Ding ist down. Und schaut mal, hier sind neue Pokémon. Ein kleines Gestein. Ah ja, stimmt. Ich habe jetzt einen Schlickter. Ich sage euch mal den Clip, wie ich es gefangen habe. Man muss sich nämlich ganz leicht anschleichen. Und mir ist auch aufgefallen, dass das Wasser, dass den Pokémon so komisch spiegelt, dass es auf einmal zwei Pokebälle sind. Also ich zeige einfach mal den Clip gerade und auch hier den Pokédex. Das kann den Geruch eines Agilusa auf 20 Meter Entfernung wahrnehmen und verschickt sich daraufhin flugs im Sand. Und ja, hier haben wir eins dieser neuen Pokémon. Ein Geosali. Ich glaube, auf Englisch ist das Nuckly oder so. Auf jeden Fall, es ist einfach ein Super Mario Pilz. Finde ich auch lustig. Also sieht für mich zumindest aus wie ein Super Mario Pilz. Das Lustigste ist aber die Weiterentwicklung, die ist noch lustiger. Ich will nicht spoilern. Aber für die Leute, die das Ding ins Team nehmen möchten, ich sag nur, Weiterentwicklung sieht lustig aus. Meiner Meinung nach. Also wir fangen es ein. Denn warum auch nicht? Tschu, tschu. So, ich denke, Schlickter wird ganz gut sein im Team, fürs Erste zumindest, als ein Wasser-Pokémon. Geosali, es entstand in unterirdischen Salzschichten. Da es kostbares Salz mit den Menschen teilt, wurde es früher ganz besonders geschätzt. Ah, okay. Okay, okay. Da haben wir ein neues Buch. Ja, Makuhita guckt mich auch so an. Gut gemacht, ich weiß. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Ich hab's nur nebenbei gesagt. Lass mich gehen. Flucht! Fliehen! Schnell! Ah! Ich sehe den kleinen Vogel aus Schwert und Schild. Mit dem möchte ich mal reden. Hallöchen, Kleiner. Micro hieß der, genau. Mike. Und das war's. Ich glaube, ich sollte mal vielleicht ein anderes Pokémon vorne tun, weil mein Starter ist stark genug fürs Erste. Wie wär's mit Wupa wieder? Warum auch nicht? Was gibt's denn hier? Ich habe vorhin so voll viele Zutaten gekauft. Hier, ich geb dir ein paar. Ja, Picknick ohne Sandwich ist kein richtiges Picknick. Aber jetzt, wo du schon im Meer bist, möchtest du nicht ausruhen? Nee, kein Bock. Okay, aber anstreng dich nicht, Bruder. Mach ich nicht, mach ich nicht. Du bist die Neue, oder? Ja, kann sein. Mit diesem Pokémon ein neues Zugang werde ich noch mit Links fertig. Okay. Wenn du das sagst. Ich habe aber schon 6 Pokémon in meinem Team. Und theoretisch auch noch mehr. Sie schickt natürlich ein Wasserpummel rein. Es ist nicht optimal. Aber ich komme schon damit klar. Ich werde schon damit klarkommen. Die Attacke hat mich verwählt und zack. Macht schon sehr viel Damage. Ja, wir werden immer stärker. Ist aber auch zu erwarten. Und natürlich H2O-Absorber. Wasserattacken tun uns nicht weh. Deshalb bin ich auch drin geblieben. Genau, das war alles taktisch geplant. Ne? Wusste ich alles noch. Meine Fähigkeiten und so. Na klar. Das ist echt nicht... Doch, es ist witzig. Es ist schon witzig. Hat's Angst? Brauchst doch keine Angst haben. Ich bin's doch nur... Braucht doch keine Angst vor mir zu haben, meine Kleinen. So, ich bin auf der Suche nach vielleicht ein paar neuen, coolen Pokémon.
Wow, die View sieht echt schön aus von hier. Hat was. Hat was? Hat was. Und ich werde auch ab jetzt ein bisschen was wegschneiden. Falls es langweilig ist und ich einfach nur rumlaufe. Aber hier ist ein Shinox. Ein süßes kleines Shinox. Süß. Ja, du musst aus dem Weg, Shinox. Ich muss hier lang. Danke für deine Verständlichkeit. Oh, was gibt's denn hier? Aha, wieder ein neues Pokémon. Was ist das denn? So ein kleiner Ritter. Knarrborn. Erinnert mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen an, ist das Rabautz? Irgendein Gen 1 Pokémon, was sich dann zu Nocturne und Kickle entwickelt. Wie hieß das Rabautz? Ich bin mir gar nicht sicher. Ach, und es entwickelte sich in Gen 2 auch noch zu einem anderen Pokémon. Hab vergessen, wie es hieß. Capoeira, genau. Oh. Scheint wohl vom Typ Feuer zu sein. Auf jeden Fall hat es irgendwie mich verbrannt. Aua. Nicht nett. Die müssen wir erstmal ein paar Minieren beibringen. Ab in den Ball mit dir, mein Kleiner. Blub. 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 Nice. Ein Knarrborn. Weiß nicht, wie es auf Englisch heißt, aber. Ja. Ist ein cooles Pokémon. Kann sich sehen lassen. Ein verbranntes Stück Holzkohle ist als Pokémon zum Leben erwacht. Und es ist ein Typ Feuer. Es fordert selbst starke Gegner heraus und hat einen feurigen Kampfgeist. Was, ein Stück Holzkohle? Das Ding ist Holzkohle? Das sieht null aus wie Holzkohle. Was? Hä? What? Wolltest du ihm keinen Namen geben? Ich meine, du kannst mal ein bisschen mein Team, wenn du möchtest. Ja, das kleine Gespenst kann raus. Weil Gespenst ist sowieso sehr nervig zu entwickeln. Ich habe mich da schlau gemacht. Für Gespenst müsst ihr sehr viel von denen fangen. Und die andere Form von Gespenst, also die Form, wo es halt so rumläuft ohne die Kiste, die hat man nur in Pokémon Go. Also für die Leute, die das noch spielen, viel Spaß. Das ist also so ähnlich wie bei Meltan und Melmetal, nur ist die Weiterentwicklungsmöglichkeit auch hier in diesem Game vorhanden und nicht nur auf der App. Was ich schön finde. Ja, müsste eigentlich gar nicht dagegen kämpfen, aber ich muss trotzdem was rausschicken. Ich muss weiterziehen, mein Kleiner. Ich habe nicht ewig Zeit. Außerdem muss ich leider ein Item verwenden, weil ich wurde geschwächt. Und das ist nicht gut. wo mache ich das? Hier, Beutel. Beleber. Zack, du lebst wieder, mein Kleiner. Kriegst sogar einen Trank, weil ich so gnädig bin. Und schnell weg hier. Schnell weg! Aber nicht da runterfallen. Er hat direkt zu Laden. Ach, hier ist nichts. Doch, das ist ein Item. Da ist ein Item. Ja, ich glaube, bei den Routen, bei denen ich schon mal in den Folgen gewesen bin, werde ich dann privat auch noch mal ein bisschen durchlatschen. Falls ich Sachen finde, dann finde ich sie halt. Oh nein. Was mache ich jetzt? Kann ich hier lang und das ist okay? Hi, Anton. Oh Gott, aber das sieht krass aus hier. Leichtstein. Schaut mal, das sieht voll krass aus, wenn ich jetzt irgendwann schwimmen könnte. Wäre das noch cooler. Vielleicht können wir irgendwann mal schwimmen. Wow! Oh, das haben wir überlebt. Wunderbar. Perfekt. Da hinten ist eine TM. Ich meine, wenn sie schon so aufmerksam hell leuchtet, dann... Oh, es ist keine TM. Nee, es ist so ein Pokémon. Ich lasse die erstmal in Ruhe. Weil ich bin noch nicht sehr comfortable mit meinem Team. Ich habe das Gefühl, mein Team ist noch ziemlich schwach. Wo bin ich denn gerade eigentlich? Irgendwo. Irgendwo abgekommen von Weg. Ich gehe wieder zurück zum Weg. Ein Nestball. Cool. Es sind aber echt viele Items am rumliegen. Die zeige ich euch, glaube ich, aber nicht. Also, diese ganz normalen Pokéball-Items hier, die, glaube ich, zeige ich euch nicht unbedingt immer. Sind, glaube ich, nicht so interessant. Interessant, das sind eher die TMs. Wow, hätte ich gar nicht beleben müssen. Aber egal, wir haben ja noch einen Trainer.
Ding, 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 ding. So klingt die Melodie bei der Heilung beim Pokémon Center. Achso, ding, 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 ding. Ja, ja. Musikerin? Okay. Wie sie da so steht. Willst du boxen? Willst du mich boxen? So sieht die da aus. Giftschweif. Ja, ja. Level up für ein paar Pokis und Wickel und cool und yeah! Da werde ich mir jetzt wohl schnell wieder anhören müssen. Ja, das hört man sich aber auch gerne an, oder? Ist doch eigentlich ein netter kleiner Sound. Na, hast du Spaß beim Kämpfen? Wie viele Kämpfe habe ich jetzt gemacht? Zwei Trainer. Sechs gibt es hier. Okay, wie gesagt, ich möchte immer in jeder Zone alle Trainer besiegen und mir die Belohnung abholen. Das ist so mein Ziel für jede Zone. Und ich werde angerufen. Bring, bring, bring. Hallo, Maike. Man munkelt, dass sich der Herrscher der Steinklippe in diesem felsigen Gebiet befindet. Ich habe mich schon etwas umgeschaut, aber ich konnte keine Spur von ihm entdecken. Ob er wohl irgendwo ganz oben an der Felswand hängt? Nee, das kann nicht sein. Zumindest dürfte er nicht besonders weit weg von hier sein. Also verausgab dich nicht zu sehr beim Suchen, klar? Nicht, dass du noch von der Klippe purzelst. Denk dran, dass du jederzeit deine Karte nutzen kannst, um dich zu orientieren. Okay. Das ist... Ich meine, es wäre irgendwo in der... Hier ist es. Hier, man sieht es. Hier ist es. Joop. Genau, wir gehen in die Richtung. Mal gucken, ob wir es dort noch erreichen. Und hier sind wir. Einfach außen rum gehen und dann kommen wir an die ETM rechte Hand. Zeig mir, ob du stark genug für mich bist. Nächster Trainer. Kommt aber erst nach dem anderen. Sehr komisch. Also mit dem anderen meine ich, der kommt erst nach dem Dude aus der Liga, der nach dem Trainer hier befragt. Sehr komisch. Aber ich muss dran denken, da wieder zurückzugehen, sobald ich hier fertig bin. So. Genau, ich habe ja auch erwähnt, ich habe jetzt so einen ganz kleinen Guide, den ich angehe. Und ja. Falls ihr, ich sag mal, die, ich würde mal behaupten, die optimalste Route nehmen wollt, dann werdet ihr hier bei mir sehen. Weil ich denke, es ist die optimalste Route. Wir werden es aber auf jeden Fall noch erfahren. Oh! So viel Damage! Warum kann Pokémon so viel Damage machen? Das hat auch zu wirken. Was auch immer. Bam, du bist weg. Ja, Erscheinungshook zu. Schamebolzen ist ganz egal. Er hat kein zweites Pokémon. Von daher bringt es rein gar nichts. Nur, dass Philon jetzt ganz einsam und traurig ist. Ist da noch ein Pokémon? Was? Da wirklich noch ein Pokémon? Dann muss Takokro rein. Yeah. Unser spanischer, schrägstrich mexikanischer Koko. Ich schalte die alle ein. Viel besser als Glut. Wir hatten ja vorher Glut, aber jetzt haben wir einen Eschern. Viel, viel besser. Ich hoffe, wir kriegen noch bessere, also noch viel bessere Feuerattacken. Das wäre irgendwann ganz cool. So. Aber jetzt ist er down. Bestimmt hat er nicht mehr als zwei Pokémon. Also, das war schon krass, dass die Arena-Leiterin drei Pokémon hatte. Also, so viel? Wow. Ja. Das ist vorbei. Wow, du bist so mächtig. Tja. Was soll ich sagen? Bin mächtig geboren. Nein, keine Ahnung. Okay. Hallöchen. Der ist nicht neu. Aber ist trotzdem süßes kleines Viech. Ein kleines Leufeo. Level 20. Und es bufft sich. Warum sind die Pokémon hier Level 20? Ich habe das leichte Gefühl, dass ich underlevelt bin. Und eventuell jetzt wieder sterbe. Mhm. Shit. Ja, ist mir egal. Flucht. Oh Gott, ich muss wieder heilen gehen. Schnell. Heilen.
Yo, schaut euch mal hier die Aussicht an. Da hinten ist wahrscheinlich die Stadt. Ne, die ist hier. Also hier ist auf jeden Fall eine Stadt mit einer Arena. Aber hier davor ist noch eine Herausforderung, die ich jetzt gerne anstreben möchte, weil die mitten auf dem Weg liegt. Ne, auf dem Weg zur zweiten Arena liegt die halt da mittendrin. Und wie ich sehe, ist der Weg hier versperrt mit ganz vielen Pokémon. Kenner, hast du einen Tipp? Boah! Hat dich das erschreckt? Nein. Okay, jetzt hast du mich aber bekommen. Jetzt werde ich mich aber bekommen. Mein Pokémon! Wie der da so steht, so. Ich krieg dich, ich krieg dich. Kriegst mich nicht. Absorber, Aus dem Nichts kommt das da raus. In der Luft. Naja. Animation ist nicht so viel besser geworden. Habe ich aber als auch nicht erwartet. Also generell bei Pokémon Animation kann man nicht wirklich viel erwarten. Deshalb ist es... Ja, er freut mich an. Es ist für Pummelverhältnisse in Ordnung. Marquita hat mich einfach angefeuert. Das war süß. Yay. Ich schaff diesen Kampf nur für dich, Marquita. Du bist mein größter Fan. Oh, ich bin ein Vollidiot. Oh mein Gott, ich bin ein Vollidiot. Mobile ist Typ Gestein und ich Pflanze. Ich bin darauf reingefallen. Oh nein. Nee, ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich dachte mir so, ah, wie sieht Mobile aus? Pflanze, Pokémon. Naja, genau. Genau. Ah, Gott. I'm so sorry für meine Noobigkeit. Kann manchmal nochmal passieren. Ist schon ein bisschen her mit Pokémon. Ein paar Monate. Nicht lange, aber ein bisschen. Ein paar Monate. Wird sich aber hoffentlich nicht häufigen. Das war schon echt peinlich manchmal, mein Pokémon Let's Plays. Naja, ist auch egal. Was? Als ob ich verloren habe? Ja, bist halt schlecht. Jo, und Makuhita, ey. Wie geht das? Salut. Geht das nicht? Jo, wir sehen uns. Bleib stark. Ciao. Hui. Um Boladin zu erreichen, bitte dem Pfad nach oben folgen. Dem Pfad nach oben folgen? Ja, kommt, dann gehen wir auch lang. Sage ich und gehe woanders lang. Oh ja, schaut mal. Hier ist dieses neue Käfer-Pokémon, was wir in letzter Folge gesehen haben, aber selber noch nicht im Willen mitbekommen haben. Das Mikrik. Das hätte ich gerne. Ich finde die Weiterentwicklung von dem Ding übrigens richtig cool. Ich weiß schon, wie die aussieht. Sieht richtig cool aus. Ähnlich wie Sichlor und Cherox, würde ich mal behaupten. Aber verrottet in der Box. So wie die meisten Pokémon hier fangen. Oh, hat nicht geklappt. Oh no. Nestball? Würdest du lieber in einem süßen kleinen Nest sein? Ich meine, du bist ein Käfer-Pokémon after all. Vielleicht ist es da schon geräumig. Kannst du schon reinkuscheln? Ja, klar. Der grüne Ball gefällt ihm mehr. Kann ich verstehen. Er ist ein cooler Ball. Vom Außen her ist es ein cooler Ball, aber von der Funktion her. Naja. Macht aber zumindest seinen Job. Sein drittes Beinpaar. Was? Sein drittes Bein? Okay. Ist eingeklappt. In einer Notlage kann es dank dessen Kraft mehr als 10 Meter weit springen. Damn. Marathonläufer hier. An der Stelle. Können weiter springen als ein Pferd. Bei Orientierungsproblemen bitte diesen Hügel erklimmen. Ja, okay, gut. Die Schilder zeigen ja immerhin, wo man ungefähr hin sollte. Damit man sich nicht verirrt. Sehr nett. Bitte dem Schild folgen. Wo ist ein Trainer? Ich drehe meine Runden hier. Und dich habe ich hier gerade gesehen. Also kämpfen wir jetzt. Okay, Jonathan. Dann kämpfen wir halt jetzt. Ein Leufeo? Leider ist mein Super nicht mehr so super drauf. Deshalb muss Schlick da rein. Und auf Englisch Wiglet. Finde ich besser den Namen, aber Schlick da ist jetzt auch nicht so schlimm. Fun Fact. Das hier ist kein das ist kein Dick da.
Ich meine, in einem Pokédex-Eintrag von dem Gegenstück zu diesem Spiel, also Purpur, steht, glaube ich, drin, ich habe das so irgendwo mal aufgeschnappt, dass das hier nicht Dicta ist, sondern einfach nur ein Pummel ist, was sehr wie Dicta aussieht. Und leider, ja, es ist eine Glaskanone. Von daher ist jetzt down gegangen. Es ist mies. Vor allem, weil ich ja kein Pokémon habe, das gut gegen dieses Leufeo ist. Denke ich. Habe ich irgendwas Gutes? Nicht wirklich, nee. Kanon ist eine relativ gute Attacke, I guess. Aber ja. Das Spiel wird sehr schnell schwer, wie ihr sehen könnt. Weil den einfachen Stuff, also den super einfachen Stuff, dann haben wir jetzt hinter uns. Erste Trainer durch. Jetzt sind alle Trainer über Level 10. Und noch höher. Und deshalb müssen wir unser Game upsteppen. Ich will aber nicht zu viel leveln, weil ich wurde immer noch gewarnt, dass es sonst zu einfach ist, das Spiel. Wenn man zu viel levelt. Generell alle Trainer besiegen ist schon dafür gut genug, aber das werden wir sehen. Das werden wir dann schon noch sehen. Da will ich nicht runter. Auf gar keinen Fall. Hä? Ist eine Krabbe? Hallöchen, neues Pokémon. Klibbe. Hallo, Klibbe. Lustiger Name. Ich weiß nicht, was für ein Typen das ist. Wenn ich einfach mal raten müsste, Gesteinwasser? Das wäre jetzt so meine erste Vermutung, weil es hat so komische Steinchen oder so Ringe an seinen Klauen. Aber es ist eine Krabbe und Krabben sieht man eher so am Strand. Wasser halt, Pokémon. Ja, auf jeden Fall Gestein. Das habe ich jetzt bemerkt. Ich muss aber zurückziehen. Ich habe gerade keinen Pokémon, wo mich das fangen kann. Ich darf nicht zurückziehen. Moment, vielleicht habe ich ja doch einen Pokémon, wo mich das fangen kann. Lass mal sehen. No! Vielleicht kann der Lechonk uns aushelfen. So, lass mal sehen. Lebenschance, I guess? Herzschmerz. No! Sein Schreien nervt aber auch nach der Zeit. Ich mache halt super wenig Damage, ne? Super wenig. Ein bisschen muss ich noch schwächen, bevor ich Bälle werfe. Hä? Den Schatten dort? Hier ist nichts. Da ist aber ein Schatten. Ah, der Schatten kommt näher. Ah, ich hab Angst. Ich hab Angst vor Schatten, Leute. Aber ja, mit Lechonk ist es einfach, ihn zu schwächen. Weil er keine Anfälligkeit hat gegen diese Klabbe. Oder Klippe. Ich hab Klabbe gesagt. Halt die Klabbe. So, versuchen wir es nochmal. Ansonsten werfe ich den Superball, den wir haben. Da haben wir irgendwann mal einen Superball gefunden anscheinend. Ich gucke nie auf die Items, die wir finden. Ah! Das sind so Kämpfe, da würde ich gerne einfach Leertaste gedrückt halten, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, toll. Jetzt, bleib bitte in meinem Ball. Und auf rumzuschreien! Mein Gott. Komm schon, bleib drin jetzt. You have nowhere to hide, nowhere to go. Und deshalb ist es ein Ball. Und ja, hat mich mein ganzes Team gekostet. Das heißt, ich muss nochmal mein ganzes Team. Ja. Ne? Klippe! Dieses Pokémon lauert seiner Beute kopfüber an Klippen hängt auf. Da ihm da das Blut in den Kopf steigt, kann es nicht lange so ausharren. Hm, okay. You do you, pal. Hier ist eine TM! Konfu-Strahl. Und ein bisschen weiter daneben ist der letzte Trainer, der uns hier noch fehlt, glaube ich. Ungefähr hier in diesem Gebiet. Und für mein nächstes Bild, was ich vorher als Model... Okay. Ich bin dein nächstes Bild? Okay. Künstlerin. Hat so eine komische Maske auf. Wahrscheinlich, damit sie nicht vergiftet wird von ihren ganzen Sprays. Ja,
Interessante Designs hier auf jeden Fall. Ein kleines Hefel haben wir. Ein süßes kleines Hefel. Ich mag die weiße Version von Hefel. Habe ich schon gesehen. Ich spoilere natürlich nicht, aber... Ich mag die Weiterentwicklung. Aua. Was soll denn das? Bam. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich auf der Lino wirklich mein Team. Überleg's mal noch. I will remember. So. Und jetzt können wir uns theoretisch die Belohnung abholen. Oh Gott, hier sind so viele Items. Wie gesagt, ich hole die meisten Sachen einfach privat. Ist nicht interessant, was man hier so findet. Nicht wirklich. Weiß auch nicht, ob die random sind, die Items oder so, aber ja. Na, hast du Spaß beim Kämpfen? Ja, krieg ich schon 4 XP. Und ich krieg dafür die Muschelglocke. Ich glaube, das ist ein Item, das Wasserattacken verstärkt. Weiß es aber gerade nicht genau. Na gut, aber würdest du mir sagen, das waren jetzt schon alle Trainer in diesem ganzen kompletten Gebiet? Ich meine, wir waren jetzt irgendwie nur hier überall. Schaut euch das an. Das Gebiet geht noch bis hier überall weiter. Also, ich bin mal gespannt, wie das hier noch alles aussehen wird, ne? Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall begebe ich mich jetzt in Richtung dem Ding hier. Was? Was? Wem redest du? Ich bin hinter dir. Hallo, ich bin hinter dir. Siehst du mich nicht? Naja, okay. Okay. Aha. Vielleicht ist das hier in zwei Teile aufgeteilt, weil hier ist eine Trainerin, die ich auf jeden Fall noch nicht besiegt habe. Neben diesem Turm hier. Oh Gott, Hilfe. Wow, echt krass, die Felswand. Ich kann es nicht fassen, das Pokémon, unglaublich. Okay. Oh, ein weißes Vivillon. Schön, dass man hier diesem Spiel wieder ein paar weitere Farbvariationen von Vivillon sieht, weil ich mag Vivillon und ich habe in XY die Farbvariationen, die es damals halt gab, das waren nicht viele, eine Handvoll, habe ich gesammelt. Das war ziemlich cool. Hat Spaß gemacht. Schön, dass man es wieder machen kann. Ein Crit war das. Vielleicht ist dann noch ein Schlag genügend, um es down zu kriegen. Wir könnten es ausprobieren, wenn wir nicht paralysiert wären. Ja, Paralyse ist halt so gefühlt 50-50. Kannst angreifen oder kannst nicht angreifen. Hab Glück. Na komm. Jetzt greif an! Nein! Ja, Makuhita kommt mich nur so an. Really? That's all you got? Nein, nee, guck, ich kann noch angreifen. Es geht. Es geht, Makuhita. Vertrau mir bitte, Makuhita. Es geht. Es geht wirklich. Guck mir nicht so an. Oh, jetzt hat er mich angefeuert. Schön, schön, schön. Schaufler. Du kannst Schaufler? Ich meine, okay. Hier, kriegst du. Du kannst Schaufler? Okay. Dun, 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 bam, badum, bam, badum. Okay. Dann beruhig dich doch mal. Hi. Oh, süß, die Makuhita hier. Hauptsprache Makuhita. Mag ich irgendwie jetzt viel mehr seit diesem Spiel. Sind einfach so lustig. Und hier ist ein weiterer Turm. Finden wir hier vielleicht ein weiteres Gimmigool? Lass uns hochklettern und nachschauen. Möglich wäre es. Keine TM hier. Weiß auch gar nicht, wofür diese Türme gut sind, außer halt für die Aussicht. Und ja, hier ist noch eine TM und ein Gimmigool. Metronom. Hallöchen, Kleiner. Das Geräusch, was es macht, ist lustig. Kann ich fliehen? Flucht unmöglich. Okay, ich weiß nicht, ob man da... Achso. Man kann einfach nicht fliehen. Okay. Dann... Takokro. Mach es down. Mach es platt. Besiege es. Hau es in den... was auch immer. Es ist... Ja, keine Ahnung, was es ist. Ist ein Geist mit Münzen. Aber ansonsten keine Ahnung. Ja. Nom ist einfach weg. Nom. Dann überlebt es auch noch.
Hasenfuß. Da hat ein kleines Häselfüßlein. Gibt's aber gar nicht hier. Tschüss. Gib mir deine ganzen Münzen. Dein ganzes Hab und Gut möchte ich haben. Jetzt? Dankeschön. 60 Stück. Oh, das ist wirklich viel.